Sie legen die Verwaltungen in Deutschland immer wieder lahm. Reichsbürger erkennen unsere Gesetze nicht an und wehren sich teilweise aktiv dagegen. Sie vertreten eine Theorie, die momentan in Deutschland besonders beliebt ist. Aber auch sonst gehen Verschwörungstheorien gerade ordentlich steil, egal ob bei uns in den USA oder woanders auf der Welt. Wie entstehen solche Theorien? Wer verbreitet sie und warum können sie gefährlich sein? Darum geht's jetzt. Die Bundesrepublik Deutschland ist eine GmbH. Wir sind alle deren Angestellte und befinden uns noch im Kriegszustand mit den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs. Rund 18.000 Menschen in Deutschland würden diesen Aussagen sofort zustimmen. Es ist die Bewegung der sogenannten Reichsbürger. In den vergangenen 3 Jahren haben sie rund 10.500 Straftaten begangen. Und da ist alles dabei, von Ordnungswidrigkeiten bis hin zu Körperverletzung und sogar Mord. Und ihre Taten begründen die Reichsbürger mit teilweise wilden Verschwörungstheorien. Laut den Reichsbürgern ist die Bundesrepublik Deutschland kein souveräner Staat, sondern eine Firma. Die Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH. Und wir sind deren Angestellte, deshalb heißt es auch Personalausweis. Die Grenzen sind nicht die aktuellen, sondern die von 1937 bzw. des Deutschen Kaiserreichs. Und das Grundgesetz ist nicht unsere Verfassung, sondern die Verfassung der Weimarer Republik von 1919. Das kann man alles ziemlich einfach entkräften. Es gibt tatsächlich eine Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH, aber die wurde, wie viele andere Firmen auch, vom Bund gegründet, um zum Beispiel Geschäfte abwickeln zu können. Die Grenzen Deutschlands wurden eindeutig festgelegt im Einigungsvertrag nach der Wiedervereinigung mit der Deutschen Demokratischen Republik 1990 und dort ist auch der Geltungsbereich des Grundgesetzes eindeutig festgelegt. Trotzdem beharren die Reichsbürger auf ihren Theorien. Und das kommt an. Es werden immer mehr. Und nicht nur in Deutschland haben solche Theorien Hochkonjunktur, auch in anderen Ländern, zum Beispiel in den USA. Nach jedem Terroranschlag tauchen Spekulationen, Theorien im Internet auf, die besagen, das alles wäre inszeniert worden von Regierungen, von Geheimdiensten, das wären False Flag Operations. Auf der 1-Dollar-Note tauchen verschiedene Symbole auf, die den Illuminaten zugeschrieben werden, die angeblich im Verborgenen die Welt regieren würden. Es gäbe Gruppierungen, die uns manipulieren wollten, mithilfe von Chemtrails, also Substanzen, die aus Flugzeugen kommen und am Himmel versprüht werden. Das alles geistert durchs Internet und findet großen Anklang, wird tausendfach, zehntausend, hunderttausendfach geteilt, weil es einfach zu verstehende Theorien sind, die die Welt meistens in Schwarz und Weiß einteilen und die man auch sehr gut versteht. Fakten spielen dabei oft überhaupt keine Rolle. Das alles wird dann ganz gerne mit einem Begriff zusammengefasst, nämlich Verschwörungstheorien. Jetzt muss man aber wissen, dass dieser Begriff ursprünglich gerne von Machthabern gebraucht wurde, um Enthüllungen oder unliebsame Meldungen über die eigene Person zu diskreditieren. Da wurde einfach gesagt, das ist eine Verschwörungstheorie. Im Nachhinein hat sich dann herausgestellt, da war unter Umständen doch etwas dran. Deshalb muss man immer ganz genau aufpassen, was man tatsächlich als Verschwörungstheorie bezeichnen kann oder was dann vielleicht doch wahr ist. Könnte man ja meinen, ist heute ganz einfach. Im Internet gibt es jede Menge Informationen, Quellen, Fakten. Da kann man ziemlich schnell eruieren, also rausfinden, was stimmt und was nicht. Aber warum glauben dann trotzdem so viele Menschen das, was zum Beispiel die Reichsbürger erzählen, obwohl man ja mit ein bisschen Recherche relativ schnell auf ganz andere Dinge kommt, als das, was da behauptet wird? Naja, vor allem deshalb, weil sich einige Menschen gar nicht die Mühe machen, nachzuschauen, ob etwas stimmt oder ob es nicht stimmt. Das sind einfache Antworten auf komplexe Fragen. Antworten, die einem zum Beispiel dabei helfen, wenn wir bei den Reichsbürgern bleiben, zu begründen, warum man keine Steuern zahlen muss oder keine Rundfunkbeiträge. Richtig gefährlich wird es dann, wenn Verschwörungstheorien direkt oder indirekt zu Gewalt aufrufen, zur Ausgrenzung von Minderheiten, zu Diskriminierung. Das führt zu Rassismus, führt dazu, dass Diskussionen im Keim erstickt werden und letztendlich zu einer Spaltung innerhalb der Gesellschaft. Bei den Reichsbürgern ist das ein bisschen anders. Die nehmen zwar auch immer wieder Minderheiten ins Visier, Teile der Reichsbürger sind rechtsextrem, begrüßen sich mit dem Hitlergruß, haben auf ihren Briefkästen stehen Ausländer raus, aber der große Feind der Reichsbürger, das ist der Staat. Den versuchen sie mit allen Mitteln zu bekämpfen, den erkennen sie nicht an und sie sagen, die Regeln dieses Staates sind nicht unsere Regeln, nach denen müssen wir uns nicht richten. Fängt aber an, dass sie zum Beispiel sagen, ich wurde zwar geblitzt, aber ich bezahle das nicht, denn die Gesetze, die gelten für mich nicht hier in diesem Land. Hört dabei auf, dass man sagt, was Polizisten sagen, darauf höre ich nicht, denn die handeln illegal. Das führt immer wieder zu Auseinandersetzungen, auch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen und in einem Fall wurde sogar ein Polizist von einem Reichsbürger erschossen.
Neben den Reichsbürgern und Rechtsextremen gibt es aber auch noch einige linke Gruppierungen, die Verschwörungstheorien verbreiten. Eine ganz beliebte Verschwörungstheorie, vor allem im linken Lager, ist die der NWO, der New World Order. Die besagt, dass es eine kleine Gruppe Menschen gibt, die die Welt beherrschen wollen oder auch schon beherrschen und die sich immer wieder treffen, um zu planen, wie man weiter vorgeht. Im Zentrum dieser Theorie steht auch die Bilderberger Konferenz. Die gibt es tatsächlich. Da treffen sich jedes Jahr internationale Größen aus Politik, Wirtschaft, Militär, anderen Bereichen, um zu diskutieren, sagen sie. Die Verschwörungstheoretiker sagen, hier werden die Pläne für die nächsten Jahre festgelegt, was man wie machen will. Bei der Bilderberger Konferenz wurde angeblich zum Beispiel die Ölkrise 1973 geplant, der Irakkrieg 2003 oder auch die deutsche Wiedervereinigung 1990. Ja, aber egal, ob eine Verschwörungstheorie jetzt von links kommt oder von rechts, klar ist auf jeden Fall, gewaltbereiten Vertretern oder Verbreitern von Verschwörungstheorien sollte man lieber aus dem Weg gehen. Aber wie sieht es mit den anderen aus? Wie sollte man mit denen umgehen? Naja, da hilft es zum Beispiel, Fragen zu stellen. Warum ist es eigentlich so, dass die Illuminaten die ganze Welt kontrollieren wollen? Oder was hat eine NWO davon, wenn sie die Welt in der Hand hat, wenn wenige Leute die Welt in der Hand haben? Die sind doch eh schon super reich. Was bringt ihnen noch mehr Geld und noch mehr Macht? Oder warum sollte man die Juden genau als Sündenböcke darstellen? Was haben die anderen davon? Solche Fragen bringen das Gegenüber oft schon zum Nachdenken. Und was auch hilft, ist, einen Verschwörungstheoretiker einfach mal mit einem seiner Feinde an einen Tisch zu setzen, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Das hilft auch schon oft, um zum Umdenken beizutragen. Denn oft ist es nicht mal unbedingt böser Wille, der Anhänger von Verschwörungstheorien antreibt, sondern ganz einfach Unwissen. Und wer unwissend ist, der lässt sich gerne von Menschen fangen, die so tun, als wüssten sie, wie es läuft. Daran beteiligen sich inzwischen auch Staatschefs. Donald Trump zum Beispiel hat mal behauptet, die Chinesen hätten den Klimawandel erfunden. Und viele haben ihm geglaubt, er hat viele Menschen hinter sich gebracht. Mit einigen dieser Menschen ist es schwierig bis unmöglich zu diskutieren. Das sollte man auch lassen, das frustriert nur, das bringt wenig. Was etwas bringt, ist aufzuklären, mit seriösen Quellen zu arbeiten, mit Fakten. Und diese Fakten sozusagen unters Volk zu bringen. Denn Fakten sind gegen Verschwörungstheorien die beste Medizin.